Wir sind so darauf konditioniert, dass wir Karriere machen und den perfekten Partner finden und das beste Apartment und in die besten Restaurants gehen. Und dann ist plötzlich alles anders. Und du fragst dich, wofür das alles? Ich möchte zu meinem Airbnb, alles klar? Für die Zugverspätung bin ich nicht verantwortlich. Alle U-Bahnen werden den Betrieb in 24 Stunden einstellen. Rufen Sie sich einen Lift. Was? Ist das so schwer zu verstehen? Sie sehen müde aus. Ja, ich denke, das bin ich. Und wie ist es? Hast du das WLAN-Passwort und all das? Oh Gott! Hi, mein Freund hat für uns gebucht, auf Airbnb. Ich hab das hier auf Airbnb gebucht. Was? Ja, alles fein. Er hat für uns dieses Haus gemietet und dann taucht er nicht auf, also... Das ist ganz sicher keine böse Absicht. Schattengang runter, wie ist das Apartment? Ganz gut, aber jemand anders ist noch hier. Und wer? So ein Typ. Wow. Entschuldige. Du bist also allein mit einem Mann in irgendeinem Haus in der Wildnis. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Spaghetti O's hatte. Viel besser, wenn du noch klein bist. Wirklich? Ich sehe sonst nicht so aus. Ich benutze Make-up. Ich finde, dass du kein Make-up brauchst. Will ich wirklich mit jemandem zusammen sein, der sich so von mir abwendet, während einer verfluchten Pandemie? Ich weiß, dass du versuchen musst, dein Glück zu finden. Und ich weiß, dass die Leute immer verurteilen. Es spielt dabei keine Rolle, was du machst. Also tu, was du willst. Charlie? Ja. Wie wär's mit Karaoke? Gott, nein. Ihr zwei habt echt Glück in all dem Drama. Wenn die Welt untergeht, wäre das mein Platz. Wer sind Sie? Es fühlt sich an, als ob die Welt gleich untergeht. Aber das heißt nicht, dass wir das auch müssen. Hey, reist du ab? Heißt das, du gehst nicht? Was denkst du, wie lange das Ganze dauert? Mir wurde gesagt, 2 Wochen.